So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Und heute spiele ich wieder den Warwick. Auch zu geil. Und deswegen muss ich ihn nochmal spielen. Denn er hat so geprügelt, wie wir das ganze Team das letzte Mal komplett verkloppt haben. Und ja, das klappt. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft, wo jetzt hier eine Wartung war, um ein Game anzufangen. Und ich hoffe mal, das wird lustig. Eben gerade habe ich nochmal eine Runde gespielt, da habe ich auch aufgenommen, aber das war leider so eine Runde, wo er war ein AFK dabei und ich hatte irgendwie nicht viel zu tun, das war einfach nicht so spannend. Ich habe mich überlegt, ob ich es mit hochlade oder nicht, ich denke aber mal eher nicht, weil es einfach nur blöd war. Naja, gucken wir mal. Ansonsten hauen wir die Krabbe hier platt. Kann schon. Boah, ist nervig, wenn man keinen Red Buff hat. Dreadlocks ist das Thema einfacher, deswegen starte ich eigentlich lieber von der anderen Seite. Obere Seite ist aber auch okay, generell zum Spielen. Gibt es mehr LP im Ranked. So. Und dann nach da. Also Ziel ist es, fürs Erste wieder 1.850 Gold zusammenzukriegen und dann wegzugehen und den Devourer zu holen. Dann die Dinger stacken und dann alles zu zerreißen. Und stacken tun wir es, indem wir die Dragons plätten und die Krabben und töten, weil Krabben geben 2 Punkte pro Stack. Also geben 2 Stacks. Und Dragon gibt 5 und Baron auch 5. Das ist natürlich extrem praktisch. Deswegen uns da ein bisschen drauf konzentrieren und ansonsten gucken, was hier alles so läuft. Ja, der Fiss hat auch Probleme. Läuft aber, denke ich. So. Smite spare ich mir auf den Red Buff. Geht schon. Geht schon, geht schon. So, und noch ein. Ping, 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 ping. Ja, ja. Ich kriege auch nicht aufs Maul. Ich glaube, ich muss den nichts meiden. Ping, ping. Einfach farmen, einfach farmen. Echo top. Die haben ein recht solides Team, allerdings bis auf Alistar kein Tank. Jedenfalls sehr gut, Lee so halb. Ist wieder ein Smite ready. Und dann wieder runter sofort. Krabbe spare ich mir gerade, dann hole ich mir dann für Stacks jeweils immer. Raven wird ein bisschen zurückgedrängt. Botlane geht so. Ich versuche mal den Q nicht so oft zu benutzen. Wegen Mana, wenn ich keinen Blue Buff habe. Gleich wieder auch einfach nur sofortig den Devourer zusammenkriegen. So schnell es nur geht. So schnell es nur geht. Ja, jetzt haben gleich wieder voll Mana. Jetzt kann ich ja nochmal eine Q machen. Und die Wraith wieder. Ja gut, ich sehe schon, mein Team braucht man wieder gar nicht. Hm, kommt vor. Weißt du, meine Normals. Manchmal habe ich gute Games. Manchmal habe ich halt schlechte Games. In der Regel aber irgendwie immer die schlechten, wenn man nichts macht. Aber irgendwie normal in letzter Zeit. Läuft von alleine. Macht ja keinen Spaß, wenn man nicht die ganze Zeit aufs Maul kriegt. So. Gerade so rechtzeitig gekommen. Oh, das ist halt eklig für Fizz. 300 Gold. Kriegen wir, denke ich, wenn ich runtergehe. Camps Clear plus Blue Buff.
Da kann ich wieder sofort runter die Krabbe plus Dragon machen, wenn ich einen Devourer habe. Oder Devourer, 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 Devourer. Vaura. Also fahren wir unser AD Carry, nur durch Jungle. Ja, also jetzt so langsam merkt man, wenn man keine Items hat, die Mobs gehen an mir aufs Maul. Und 15 Sekunden kommen hier der Blue Buff. Bin so schnell mit Clearen, jetzt sind sie da. Dass ich auf die Camps warten muss, bis sie wieder respawnen. Oder soll ich backgehen und dann Blue Buff machen? Dann? Ja doch, kann man auch mal. Ich kann da erst backgehen eigentlich. So, erst backgehen und dann Blue Buff, dann kann ich gleich schon da den Punkt mitnehmen. Ich habe ja genug. So, die ist nur das richtige Item. So, den Tabora. Devourer. Ich hatte letztes Mal einen Fehler gemacht und den Warrior geholt. Und ich habe nicht gesehen, dass es... Devouring Spirit. Warum ist da eine 510 drauf? Soll das die 6 sein? Okay. Sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ich schätze mal, es geht jetzt auf 1. Ja, geht auf 1, 510. Gut. Scheint noch ein bisschen zu buggen. Ah, Drake ist weg. Ja. Passiert halt ab und an. Ultet und weg. Einfach nur Ulti drauf. Ja gut, dann war das eben nichts im Dings. Liga hat den schon gemacht wohl. Bam bam bam, einmal durchfarmen. Und jetzt einfach, wie gesagt, großteils Jungle aufhalten, wenn Ulti ist ganken. Aber dann, ja, farmen und die Devourer hochstecken. Und das nächste Item. Nächste Camp. Oh, geht so hier. Clear Speed ist schon ganz okay. Läuft. Der Lee, also wir sind ein paar Mal aus der Konfi aus der Champions League rausgeflogen. Da wollte ich letztes Mal auch schon die ganze Zeit jungeln. Ich habe immer auch im selben Team wie er am Warwick gepickt gehabt halt. In so einem Gegnerteam. Krabbe ist da. Ich kann die gleich nochmal machen. Boah, Fizz kommt runter. Fizz ist unten. Nee, dann nicht. Jetzt gehe ich wieder nach oben durch. Keine Ahnung, wann der wieder spawnt. 8 Stacks. Links oben. Ah ja, die machen das schon. Ich hätte es aber gern, dass wir irgendwie so am Verlieren sind, weil dann ist es herausfordernder. Ist besser, wie jetzt, wenn das Team schon automatisch gewinnt. Um die Stärke von Warwick rauszuholen. Wir gucken, wie stark man mit dem Carrying kann, falls es halt gebraucht wird. Ich würde gerne Ranked spielen, eventuell. Your team
has destroyed a turret. Die haben den Dragon nicht allzu lang vor mir gemacht. Also bevor ich runter bin. Und nicht gespawnt. Krabbelmann. Ah, okay, Drake ist da. Also ich gehe jetzt einmal durch den River runter zum Drake. So, Ico ist geplatzt. Ich denke mal, Lee wird, wenn dann, helfen hier erst noch. Da ist die Krabbe. Die kann sich gar nicht bewegen. Wegen der Tech-Speed. Ja, Lee ist noch da. Jetzt will ich 5 Stacks den Drake haben. Ich will ihn haben. Gib ihm den Drake. Gib ihn mir. Ich smite den noch weg, falls es geht. Verdammt, ich kann nicht smiten gerade, ich hab kein Smite. Ich hatte leider kein Smite. Ah, ein Kill gekriegt. Nee, will ich weggehen. Dude, ihr seid zu zweit. Geht da nicht rein, ihr seid zu zweit. Das ist keine gute Idee gerade. Ich will nicht die Stacks voll haben. 16 haben wir. Grab ist da. Lee ist aber auch da. Lee, Fizz, Kalista. Volles Programm. Ach komm. Noch runter. Ich habe noch gekriegt. Yes. Aus welchem Grund nochmal? Ich glaube, wegen was ist denn jetzt gestorben? Hast du irgendeinen Effekt drauf gehabt oder so? Spieler eigentlich auch einen Stack? Nee, kriegst du nicht. Der kommt weg. Jo, läuft an sich. Sieht ganz gut aus. Na verdammt. Mip. 20 Stacks. Komm schon. Bisschen noch. Fizz kommt hoch. Gleich wieder Ulti. Red Buff noch. Den. Sterben noch. Was hat denn der Fizz eigentlich? Nicht viel. Der Effekt ist ganz gut, weil wenn ich jetzt die Krabbe kriege, kriege ich wieder ein paar Stacks und die kann nicht vor mir weglaufen, weil ich die stunne mit meinen Auto-Attacks. Okay, Fizz hat die Krabbe jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Nee, hat er nicht. Ich kann sie auch nicht bewegen. So geil. Okay. Ich habe 4000 Gold übrig. Ich sollte mal shoppen gehen. Meiner. Ja, ich gehe mal weg. 4200 Gold.
mir das holen. Das holen. Das holen. Das und das. Das. So. Vier Stacks noch. Vier Stacks noch. Mit Blade und Dings ultra strong. Danach halt noch, wie heißt's? With Sand. Jo, ich komm runter. Slow die Alte. Slow sie. Ich komm hier. Ach man, Bro. War doch nicht nötig. Dafür hab ich nicht geflasht. So, 29, die Krabbe will ich jetzt aber. Gib mir die Krabbe, gib mir die Krabbe. Ich will die Stacks voll haben. Und endlich. Endlich habe ich das Item. So, jetzt testen wir ganz kurz Schaden. Achtung. Damage. Warum der Brown die ganze Zeit die Kills kriegt, weiß ich auch nicht. So. Der Schaden. Ja, okay. Ich brauche jetzt eigentlich keine Camps mehr clearen, das heißt Gold sammeln. Wir sind halt auch von Kills und ähnlichem jetzt so ab 18 Minuten so die Zeit, wo man anfangen kann, ein bisschen verstärkt zu ganken und so weiter und so fort. Ich gehe auch nochmal weg. Was denn hier für. Ah, nee, das ist Strick halt. Den. Und den. Dragon ist da. Aber sich da, wenn es der tut. Aber ich stehe ganz gut im Spiel, denke ich mal. Huhu, Kalista. Ja, die kann halt immer schön wegkommen, weghüpfen. Böse Kalista. Ja, genau, nehmen wir den Blue Buff. Das ist der Nachteil an Warwick, wenn du halt nicht rankommst, hast du ein Problem. Red Buff, den nehme ich natürlich. Der schmilzt immer so weg, das ist so krank. Brauch nicht mal die W anmachen. So, und jetzt hole ich mir den Wits End und dann ist echt Feierabend. Gut, machen wir das mal. Das Team gewinnt aber auch so schon, also ich mach's halt so keinen, ne? Es ist zu einfach für mich, finde ich gerade. Es ist irgendwie, weiß nicht. Sehr cooler, wenn wir mehr verlieren würden. Hat
Warte mal, ich glaube, ich kann Baron Soul machen. 21 Minuten. Ich glaube, ich schaffe ihn sogar solo. Mal gucken. Obwohl, naja, wird eng. Ich glaube, ich brauche Spirit Visage, bevor ich da überhaupt erst. Es wird knapp. Nee, ich schaff's nicht. Ich schaff's vielleicht nicht. Nee, ich schaff's nicht. War aber eng. Schade. Ja, ich hätte es ja schon mal angegeben. Ich glaube, ich brauche eine Spirit Visage vorher. Kann ich's vergessen. Spirit Visage. Ohne geht's nicht. Ich teste so ein kleines bisschen aus im Normal Games, ob ich's hinkriege oder nicht. Ja. Im Prinzip bin ich ja recht weit vorn, also den einen Kill scheiße jetzt mal drauf und dann habe ich den Gegner nicht gefeedet, von daher ist das okay. Aber, ja. Also man braucht mindestens ein Spirit Visage, bis man den kriegt. Ich glaube, man braucht nicht mal ein Wits End. Spirit Visage und halt Blade of Ruin King und, das Devourer-Item reichen eigentlich aus. Aber ich habe ihn fast halt, fast gekriegt. Auf einem guten Weg, aber... Das Problem ist halt, der Debuff von dem ist so heftig, dass du so viel den Schaden runter gescaled kriegst, deswegen. Ja gut, wenn er tankt, dann ist es anders. Naja, ich tank wieder. Hier, tank ihr das Vieh mal. Ich will nicht ganz diesen Debuff kriegen. Kann ich nicht genug Damage raushauen? Ich mach ein bisschen viel Damage, glaube ich. Boah, jetzt, nee, das sind zu viele jetzt. Die porten sich jetzt gleich alle weg. Nee, kann ich nicht. Naja, der reißt halt jetzt die Base und nein. Heilen wir uns mal wieder ein bisschen hoch. Oh, noch ein Kill, richtig schön. So, ja, dann ist es gewesen. Warwick Strong, bis zum nächsten Mal, das Ganze und tschüss.